Fühle ich mich wohl. Also, nun haben Sie die Wahl. Entweder belästige ich Sie jetzt mit einer elendlangen Vorrede zum nächsten Bolero, oder Sie freuen sich schon drauf, die 10 Millionen zu treffen. In der Pause gibt es eine ganz nette junge Dame, die freut sich, wenn Sie vorbeigehen und sich positiv für eine, zwei oder mehrere CDs entscheiden. Und wenn Sie möchten, hinterlassen Sie uns bitte auch Ihre aktuellen Kontaktdaten, damit Sie auch immer frisch informiert werden. Aber da ich ja nicht weiß, ob Sie das auch machen, werde ich jetzt trotzdem reden. Aber nur ganz wenig. Im Jahr 2003 hat der damals 85-jährige Pianist Bego Valdés aus Kuba zusammen mit dem Flamenco-Sänger Diego El Cigala in Madrid, die CD Lágrimas Negras aufgenommen und dafür den Grammy Latino bekommen. Das ist so etwa wie der andere Grammy, aber halt auf Lateinamerika beschränkt, wobei das ja, wie wir wissen, sehr groß ist. Wir spielen dafür heute für Sie den Titelsong Lágrimas Negras von 1929 in wieder mal einer speziellen Version für eine Kolonialerin, eine Münchner und ein Münchner Publikum. Oh.
Thank you.